Ja, hallo, grüße dich und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier auf YouTube. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für Neukundengewinnung in der IT-Branche und Business Development, natürlich auch Skalierung, auch Beratung und so weiter, von klein bis groß. Und tja, heute geht es um das Thema Kaltakquise und das ist natürlich ein sehr heikles Thema, manchmal weniger, manchmal mehr. Kaltakquise. Ja. Manche lieben es, operativ die Tätigkeit auszuüben. Manche hassen es. Manche sind relativ gefühlslos, aber manche lieben es, manche hassen es. Also eher Liebe-Hass-Beziehung, ja. Eine ganze Menge von Leuten, glaube ich, ja, beides. Ne? Manchmal so, je nachdem, wie es läuft. Und ich möchte hier ein paar Worte dazu sagen, denn ich habe gerade eben, während ich hier dieses Video drehe, diese Lektionen hier mache und ich gratis rausgebe, habe ich einen Anruf erhalten von jemandem. Ja, hallo, sind Sie der Herr Klein? Ja, okay, ja, bin ich. Sie hatten irgendwann mal im Facebook gepostet, dass Sie jemanden suchen, der Erklärfilme macht. Das ist jetzt bereits 3 Wochen her. Jetzt sage ich, ja, und? Da habe ich jetzt halt schon jemanden gefunden, ne? Habe ich gesagt. Dann sagt er, okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wie, was und so weiter. Und so, was verstehen Sie denn nicht? Na, Sie haben jetzt irgendwie, wie genau ist es denn gelaufen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe in Facebook-Gruppen reingeschrieben, ich suche jemanden, der Erklärvideos kann. Und das war schon 2-3 Wochen her oder so. Und habe ich, ein paar Leute haben sich bei mir gemeldet, relativ viele sogar. Und ich habe mir jemanden ausgesucht. Wo ist das Problem? Okay, und wer war das jetzt genau? Für wen hast du dich da entschieden? Und dann habe ich gesagt, erstmal langsam. Konnektiere dich erstmal mit mir auf Facebook, wenn du es überhaupt schon bist. Ich weiß nämlich jetzt gerade überhaupt nicht, wer du überhaupt bist. Ja, von welcher Firma du bist. Bevor du mir solche Fragen stellst, verlinke dich erstmal bei mir mit LinkedIn oder Facebook oder egal wo. Und hoffentlich, habe ich gesagt, mit einem Profil, das auch aussagekräftig ist. Also nicht mit irgendeinem so komischen Facebook-Profil, da wo nichts draufsteht, wo ich dann wieder nicht weiß, wer zur Hölle du überhaupt bist und was du machst. Und dann können wir darüber reden, ja, was du anbietest, was ich suche. Vielleicht in der Zukunft kommen wir mal zusammen und so weiter. Ich nehme das Beispiel, es hat hier gerade eben erst ja, dieses Telefon geläutet und dieses Gespräch hat stattgefunden. Also, er hat sich gemeldet, sehr undeutlich, wer er überhaupt ist und ob ich damit, hallo, ich bin irgendwie was ganz schnell dahin gebrabbelt und dann so ungefähr wollte ich gar nicht wirklich sagen, wer er ist. Und dann sprechen wir da mit dem Herrn Klein, der die Erklärvideos und so weiter. Also, er wollte mich ganz präzise ausfragen, ohne dass ich überhaupt weiß, wer er ist. Und so läuft Kaltakquise leider nicht. Ja. Ich habe nämlich letztens mal ein Video gedreht, zum Beispiel zum Thema Konkurrenzradar, dass du nie aufgeben solltest, wenn du zum Beispiel mal einen Pitch verloren hast, ja, dass du dann immer noch dran bleibst beim Kunden oder beim potenziellen Kunden, den du aber nicht als Kunden gewonnen hast. Und ist auch eine sehr, sehr wichtige Methode. Das ist das Konkurrenzradar. Ne? Und zwar, wenn du den Pitch verloren hast, warte. Pitch verloren, was dann? Das ist ein Video, das findest du hier irgendwo auf YouTube bei mir. Und da habe ich dann ein bisschen beschrieben, was du machen kannst. Ja, das ist okay, ne? Weil da hast du quasi schon ganz viel Zeit und Mühe investiert, hast gepitcht, hast Präsentationen gehalten, hast vielleicht schon irgendwelche Calls gehabt, vielleicht sogar schon kostenlose Analyse-Workshops. Irgendwas ja, ist da schon gelaufen, dass du so weit gekommen bist, dass du in diese Pitch-Phase mit reingekommen bist, in die Endausscheidung. Und hast dann gegen 1-2 Mitbewerber vielleicht in der Endphase, in der sogenannten Shortlisting, dann den Auftrag nicht bekommen, dass du dann nochmal einen Call aufsetzt, ja, um nochmal zu fragen, woran hat es gelegen, ja, wer war der Mitbewerber oder sowas, ne, dass du versuchst, einfach noch ein paar Feedbacks zu erreichen. Aber bitte nicht dieses Konkurrenzradar, ne, das ist Konkurrenzradar, habe ich das genannt, das ist die Methode, ja, bitte nicht dieses Konkurrenzradar anwenden, wenn du zum allerersten Mal jemanden kalt anrufst, ja, der irgendwo eine Ausschreibung gemacht hat
auf Facebook oder egal wo. Egal wie groß, egal wie klein. Und den dann kalt anrufen, quasi anonym noch, ja, ich kenne die, wir kennen uns null, und dann versuchen zu fragen, verstehe ich nicht, wer hat jetzt den Zuschlag bekommen, wer hat jetzt den Auftrag bekommen? Sorry, solche Fragen stellt man einfach nicht in einem Kaltakquise-Gespräch. Ja? Und da muss ich ja wieder echt sagen, es gibt mittlerweile da draußen so viele Leute, die da rumhüpfen und versuchen irgendwie Vertrieb zu machen. Puh, ja, es gibt dann auch 10.000 Coachings mittlerweile, die irgendwie versuchen, Vertrieb und Kaltakquise beizubringen. Und mir erscheinen dann immer wieder solche Telefonate, die sozusagen versuchen, mich als Kunden zu gewinnen, wo ich mir immer sage, wo, wenn überhaupt, hat der Vertrieb gelernt. Ne? Also es ist ein bisschen schade, aber das Internet ist halt ziemlich wüst zurzeit auch wieder. Ja? Das ist sozusagen die zweite Welle oder die dritte Welle so nach 98, 2000er Wende herum. Ja? Also die erste Internetwelle, ja, die ist dann komplett zusammengebrochen, und dann nochmal die zweite Internetwelle kam dann, als die Social Media Kanäle dann kamen. Ne? Also da gab es dann eben nicht nur SEO und SEA, ja, sondern dann gab es dann plötzlich auch noch Facebook. Ja? Das war so 2010, wo es richtig anfing mit Facebook, so mehr oder weniger. Ja, und dann, und jetzt kommt so die dritte Welle, ne, wo quasi irgendwie, keine Ahnung, Gott und die Welt irgendwie von heute auf morgen eine Agentur aus dem Boden stampfen wollen, die siebenstellig macht und, keine Ahnung, halt irgendwelche Kaltakquise-Telefonate führt, die nicht wirklich zielführend sind. Na gut, wollte ich einfach hier nochmal kurz mit reinpacken. Kaltakquise, ja. Was ist Kaltakquise? Kaltakquise ist letztendlich, sich die Mühe zu machen, jemanden zu kontaktieren, mit dem du vorher noch nie was zu tun hattest. Und das ist natürlich schon harter Tobak, ne? Weil das ist ja genauso auf der Herfahrt zum Beispiel ins Büro heute. Saß ich im Zug und so zwei Sitze weiter war eine rothaarige Dame. Ne? Und die Maske auf und ich Maske auf, ne? So. Und also quasi so. Ne? Und also man sieht ja nicht so viel. Und sie schaut mir immer wieder in die Augen. Ich habe mir gedacht, hey, meint die jetzt mich und so? Ne? Und dann schaut sie mir immer wieder in die Augen, immer wieder in die Augen. Und ich sage, krass, ja, eigentlich würde ich jetzt ganz gerne sehen, wie sie eigentlich ausschaut. Ne? Das ist halt das Problem. Ne? Sie sieht mich auch nicht, wie ich ausschaue, aber irgendwie findet sie meine Augen interessant. Ich habe keine Ahnung. Ja? Aber ich hätte jetzt auch einfach aufstehen gehen sollen und hin. Die Zugfahrt hat nicht so lange gedauert, aber ich habe mir gedacht, ich muss dann noch was hier machen am Handy und so weiter. Und wieder, also ich stehe jetzt, soll ich jetzt da aufstehen und sagen, hey, kennen wir uns von irgendwoher? Aber ich kann es ja nicht mal sagen, ob wir uns von irgendwoher kennen. Wahrscheinlich ist es Kaltakquise. Und ja, ich sehe es nicht mal richtig. Und das ist, finde ich, ein so 1A-Vergleich von Kaltakquise und insbesondere von Telefonakquise. Ja? Denn Vertrauen aufzubauen mit einem Kontakt oder einem Kontaktversuch, ja, mit einer Person, zum Beispiel übers Telefon, wo ich die Person nicht mal richtig sehe. Also durchaus vergleichbar mit der Maske, also da sieht man wenigstens etwas. Aber, ja, aber wenn ich jetzt mal mit einer Dame flirte oder eine Dame mit mir flirtet, das ist schon echt mutig, ne? Wenn wir beide die Maske aufhaben, weil wir uns ja quasi so gut wie gar nicht sehen. Ich meine, das, was einen Menschen sozusagen als attraktiv erscheinen lässt, das passiert ja quasi nicht nur in den Augen, sondern Mund, ja, und Kinn und so weiter und Zähne, ja, dass die nicht verfault sind und so weiter. Und Lächeln, ja, also Lächeln ist somit das stärkste Kontakt, Kaltakquise-Kontakt Methode, die den Mensch haben kann. Also vom Gesichtsausdruck her erkennen wir sofort, ist der uns sympathisch, ja oder nein und so weiter. Und das Gleiche gilt ja auch im Business letztendlich. Deswegen habe ich mich auch gestern mit einer Agentur getroffen, also physisch getroffen, weil es nochmal was ganz anderes ist wie digital, aber
Digital ist es auch schon viel, viel besser geworden mit Teams und so weiter. Aber telefonisch ist es ja quasi, ich sehe dich ja nicht mal. Du kannst ja sonst wo sein oder sonst wer sein. Ja? Du kannst, was weiß ich, ja, irgendwie. Ja, also du hast ja so wenig Möglichkeiten, hier Vertrauen aufzubauen, außer mit der Stimme und mit dem, was du sagst und wie du es sagst, in welcher Geschwindigkeit. Also das ist schon eine Kunst für sich. Ja? Und deswegen muss man da einfach auch sich schulen lassen. Also ich habe mich damals ja auch schulen lassen. Ich habe es ja auch nicht erfunden, was ich mache. Und ich mache es ja sehr erfolgreich und sehr lange schon. Und ich habe einfach damals in einer großen Agentur einfach angefangen. Und dort wurde ich eben also bis aufs letzte i-Tüpfelchen ausgebildet, habe natürlich seitdem immer wieder Fortbildungen gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt so viele Verkaufstrainer da draußen, die über Kaltakquise reden. Und ich würde mal sagen, nur die Hälfte, wenn überhaupt, ist überhaupt noch relevant. Ja? Und man sieht es auch an der jährlich stattfindenden Vertriebs- und Marketingmesse in München zum Beispiel. Das letzte Mal vor Corona, als sie stattgefunden hat, 2019 oder sowas, war fast niemand mehr da. Da gab es also immer diese Vorträge von Vertriebstrainern, so aus dem Münchner Umland irgendwo, die den gleichen Vortrag schon gehalten haben, schon, ich glaube, das 10. Jahr in Folge, ne? Über Kaltakquise, über mit den gleichen Witzen, ja, die gleichen Vorträge. Ja, also, sorry Leute. Ne? Okay, also dass da natürlich nicht so viele Interessenten waren an dem seinem Stand, dass die nicht die Bude eingerannt haben, das war auch klar. Ne? Also ich hab mich fast sehr leid getan, der Verkaufstrainer damals. Okay, kurzer Ausflug in die Verkaufs- und Vertriebs- und Marketingmesse von München von 2019. Ich hoffe, ja, das wird's auch weiter. Ich hoffe, das hat ein bisschen was Einblicke wieder ins Thema Kaltakquise gegeben und so weiter. Man muss wirklich sehr mit Fingerspitzengefühl reingehen. Man muss sehr innovativ sein auch. Ja? Also so mit fest vorgegebenen Skripten kann man was machen. Es ist natürlich möglich, klar. Aber die richtig guten Leute, die haben ein Skript und die wissen aber auch, wie man dieses Skript anwendet. Ja? Das ist das Allerentscheidendste. Einfach nur ein Skript zu bauen, das perfekte Skript sozusagen. Du kannst es Fritz vorlegen, das Skript, und der kann üben und das versuchen und der hat keinen Erfolg. Und dann kannst du es Lieschen Müller geben, ja, das gleiche Skript, und die hat super Erfolg. Ja. Das heißt, es ist nicht nur das Skript, das entscheidend ist. Ne? Nur mal so viel dazu. Also bis dahin, dein Thomas Klein, bye bye.